alle herzlich willkommen vor den Häusern, in den Häusern, in den Wohnungen, auf den Balkonen, überall, wo Sie lauschen, hier auf dem Platz. Auch wenn es regnet, kann man sich schützen mit einem Schirm. Ich grüße Sie erneut mit dem Osterruf. Christus ist auferstanden. Halleluja. Wie etwas angefangen hat, wie etwas begonnen hat, das hat eine besondere und bleibende Bedeutung. Am Anfang, daran erinnert die Bibel auf ihren ersten Seiten. Am Anfang hat Gott dem Menschen den Atem des Lebens eingehaucht. Und aus einem unbelebten Erdenkloß wurde ein menschliches Wesen. Ein schöner Gedanke, finde ich. Der Liedermacher Fritz Baltoweit erinnert an diesen Anfang mit seinem Lied: Gott gab uns Atem, damit wir leben. Er gab uns Augen, dass wir uns sehen. Gott hat uns diese Erde gegeben, dass wir auf ihr die Zeit bestehen. Beim Trompetenspiel ist es eindeutig, dass alles auf den Atem ankommt. Ohne Atem keinen Ton. Ohne Atem geht nichts. So beginnt auch unser Leben mit dem ersten Atemzug. Der Atem trägt uns durchs Leben. Und unser Leben endet, wenn wir den letzten Atemzug tun. Die Bibel sagt, dass wir Menschen von Anfang an von Gott beatmete Geschöpfe sind. Begabt mit einem Hauch von Gott leben wir unser Leben. Gestalten die uns gegebene Lebenszeit. Öffnen Augen und Ohren für das, was um uns herum geschieht. Und sollen dort eingreifen, wo die Erde beschädigt oder zerstört wird. Zweiter Vers lautet: Gott gab uns Ohren, damit wir hören. Er gab uns Worte, dass wir verstehen. Gott will nicht diese Erde zerstören. Er schuf sie gut, er schuf sie schön. Sein Geist, der Leben einhaucht. Belebender Atem, der wie am Anfang Unbelebtes lebendig machen kann. Diesem göttlichen Hauch vertraue ich mich heute an. Mit dem Wunsch, er möge mich durch diesen Abend, diese Nacht und den kommenden Tag tragen. Meine Hände stark machen, meinen Füßen festen Stand geben und mir helfen, in dem für uns alle veränderten gesellschaftlichen Leben mit Gottvertrauen und Mut im Kleinen dazu beizutragen, die Erde zu verwandeln. Strophe 3 lautet: Gott gab uns Hände, damit wir handeln. Er gab uns Füße, dass wir feststehen. Gott will mit uns die Erde verwandeln. Wir können neu ins Leben gehen.
Vertrauen ist Mut, hat Marie von Ebner-Eschenbach gesagt. Vertrauen ist Mut, ist Stärke, kein Defizit, keine Naivität, nicht Fahrlässigkeit, nicht Dummheit. Als die Dichterin vor gut 100 Jahren geschrieben hat, Vertrauen ist Mut, konnte sie nicht wissen, dass es eine Zeit geben würde, in dem Vertrauen so verdächtigt werden würde wie heute. Anstelle von Tatsachen und Sachlichkeit, Lügen, Fake News, Internetkriminalität und abstruse Verschwörungstheorien. Wahrscheinlich haben die Menschen Angst. Angst erzeugt Misstrauen, wie umgekehrt Mut Vertrauen erzeugt. Für mich stellt sich eine Frage. Heute, im Hier und Jetzt, so dringend wie noch nie. Will ich dieses Leben mutig und vertrauensvoll leben oder nicht? Ich spiele noch einmal eine Strophe des Liedes. Vertrauensgeschichte. Hoch über dem Marktplatz einer kleinen Stadt hatte ein Seiltänzer sein Seil gespannt und machte dort oben unter den staunenden Blicken vieler Zuschauer seine gefährlichen Kunststücke. Gegen Ende der Vorstellung holte er seine Schubkarre hervor und fragte einen der Anwesenden: Sagen Sie, trauen Sie mir zu, dass ich die Karre über das Seil schiebe? Aber gewiss, antwortete der Gefragte fröhlich, und auch mehrere andere der Umstehenden stimmten der Frage sofort zu. Würden Sie sich dann meiner Geschicklichkeit anvertrauen, sich in die Karre setzen und von mir über das Seil fahren lassen? Fragte der Schausteller weiter. Da wurden die Mienen der Zuschauer ängstlich. Nein, dazu hatten sie keinen Mut. Nein, das trauten sie sich und ihm nicht zu. Plötzlich meldete sich ein Junge. Ich setze mich in die Karre, rief er, kletterte hinauf und unter dem gespannten Schweigen der Menge schob der Mann das Kind über das Seil. Als er am anderen Ende ankam, klatschten alle begeistert Beifall. Einer aber fragte den Jungen: Sag, hattest du keine Angst da oben? Oh nein, lachte der. Es ist ja mein Vater, der mich über das Seil schob. Vertrauen wir Gott, dass er uns durchs Leben schiebt. Damit wir leben. Das ist das Geschenk, das uns am Morgen und in der Nacht begleitet, von Anfang bis zum Ende unseres Lebens. In uns wohnt ein Hauch von Gott. Ich wünsche Ihnen, dass Sie diesen Hauch von Gott in sich spüren und entdecken.
immer wieder neu entdecken. Segne uns Gott mit deinem Lebensatem. Stärke uns Gott mit deiner Liebe. Segne uns Gott mit deinem Frieden. So begleitet uns Gott durch diese Nacht in den nächsten Morgen hinein. Seien Sie gesegnet, schlafen Sie gut und bis morgen wieder.